Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man mit Zügen in Satisfactory umgeht. Ich habe mal so eine kleine Plattform hier hingesetzt. Ich würde sagen, als erstes packen wir uns einen Bahnhof dann auf. Und zwar mit dem Pfeil nach da hinten, ja. So, setzen wir uns den mal. Ja, packen wir mal ein bisschen an den Rand. Dahin. Und da dran packen wir einfach mal eine Frachtplattform für Stückgut und eine für Flüssigkeit. Einfach um den Unterschied einmal darzustellen. Die sehen eigentlich komplett gleich aus. Die eine hat halt Anschlüsse für Bänder, die andere für Rohre. Es gehen jeweils zwei rein und zwei raus. So. Bis dahin ist noch alles relativ einfach. Ich mache hieraus mal eben einen kleinen Loop. So, jetzt kann unser Zug schön im Kreis fahren. Die Bahnhöfe bekommen ja erstmal automatisch einen Namen, den kann man aber ändern. Das Köfte C und was haben wir als anderen? Moment. Dort recht zentral. Okay. Jetzt bin ich hier in dem Menü. Hier oben kann ich ändern und reinschreiben, was ich will. Ich lasse die jetzt so fürs Tutorial vollkommen egal. So, was wir jetzt brauchen, ist eine Lok und zwei Güterwagen. Da wird nicht unterschieden zwischen denen für Flüssigkeiten oder für Stückgut. Das macht das Spiel automatisch. Je nachdem, was hier reingeladen wird, kommt halt entsprechend was auf der anderen Seite. Also wird dann entsprechender Container draufgesetzt. So. Dem Zug, wenn wir nicht einsteigen, doch, wir müssen einsteigen. Der Zug hat ein Menü und dort können wir einen Fahrplan setzen. Wir wollen, dass er von hier nach dort fährt. Und dann können wir auch schon einen Autopiloten anschalten und der Kollege fährt los. Erstes hält er jetzt hier in Sköfte. Da würde dann beladen, entladen. Ist gerade nicht wirklich was zu tun, weil sind keine Sachen drin. Dann wird kurz gehupt und es geht weiter. Zug hält an, wird wieder B entladen, wie auch immer, und fährt dann gleich weiter. Bei den Frachtplattformen muss man immer darauf achten, denen muss man einmal sagen, ob sie laden oder entladen sollen. Ich mache jetzt einfach mal hier entladen dran. Das würde bedeuten, da kriegt er seine Sachen, hier packt er sie wieder raus. Wichtig ist, während der ganzen Ladevorgänge, also während des Ladens und Entladens,
funktionieren die Dinger nicht so richtig. Also man kann nicht mehr in dieses Menü reingehen, man sieht nicht, was drin liegt. Und die Sachen fahren weder raus noch rein. Deswegen empfiehlt sich immer, direkt davor, das ist das falsche Menü, dahin. Es empfiehlt sich immer, erst einen Container zu setzen. Hat den Vorteil, ja, mit dem schnellsten Band, was, wenn man es richtig macht, die beiden richtig rumsetzt. Okay. Du solltest dann doch lieber hier hin. So, machen wir das so. Wenn das, wenn Material jetzt hier rauskommt, wird es halt, wird diese Leitung quasi abgebrochen erstmal. Solange bis hier geladen wird. Und das gleiche, oder entladen wird, das gleiche gilt dort. Es geht kein, da kein Produkt rein, hier kein Produkt raus. Deswegen hat man so immer einen kleinen Buffer. So. Und das ist so die grobe Basis von dem Ganzen. Gehen jetzt einfach mal hin. Machen das ein bisschen stumpf. Wir setzen uns da vorne nochmal einen Container hin. Der Seite. So. Diesmal bin ich mir auch relativ sicher, dass ich das Richtige ausgewählt habe. Ich habe mal ein bisschen Beton da reingemacht. Einmal einen kompletten Container voll. Wie man sieht, das läuft jetzt hier schön rein. Der Zug kommt. Hält an. Und das Ganze stoppt. Und ich kann hier nicht mehr drauf zugreifen, weil der Kollege wird beladen. So, läuft jetzt schön darüber. Setzt den da drauf. Und dann geht es gleich wieder los. Das ist die Wartezeit, die der jedes Mal hat, wenn er vor losfahren soll. Hier ist das Hupen und es geht hier direkt weiter. Jetzt fährt er da drüben hin. Geht das aus und alles, was wir hier eingeladen haben, kommt da wieder raus. Aber erst, wenn der Zug wieder abfährt. Er kommt an. Das Entladen fängt an. Obwohl jetzt alles drin ist. Jetzt fängt es erst an und es läuft hier. Jetzt läuft der ganze Beton hier rein, läuft darüber und wird da reingeschmissen. Für so einen Loop ist das eigentlich ganz okay. So, jetzt dürfte auch demnächst ein bisschen mehr kommen, sodass es eigentlich wahrscheinlich immer diese Leitung komplett voll macht. Jetzt haben wir hier einen Zug, der da drin steht. Was ist denn, wenn wir einen zweiten Zug dazu packen? Ja, setzen wir einfach mal den Zug hier hin. Die zwei Waggons da hinten dran. Der Kollege möchte die gleiche Route fahren. Änderung übernehmen. Autopilot anschalten. So. Der Bahnhof da vorne ist besetzt. Er fährt eine Runde. Und schön mit Schmack ist in den Bahnhof rein. Das war ungünstig. Jetzt haben wir nämlich hier
ein kleines Zugunglück. Zum Glück wird uns das da oben wunderschön in Rot angezeigt. So, wir müssen den Zug eben wieder herstellen. Dann gucken wir mal, steht hier noch auf Autopilot. Anschalten, fahr los, genau, mach mal hier Platz. Wunderbar, der fliegt noch ein bisschen durch die Gegend. Okay, das war so nicht geplant, aber auch okay. Ja. Ehrlich, daraus könnte ein Short werden. Okay, wenn der Zug nicht gerade abgeschleppt wird, kann man ihn auch wieder hinstellen. Steht da natürlich da vorne. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich den ganzen Spaß hier anhalte. Weil sonst haben wir das Problem, dass uns das gleich wieder passiert. Ausschalten. So. Okay. Wie kann man sowas verhindern? Natürlich mit Signalen. Wenn der Zug weiß, dass er da nicht einfahren darf, dann tut er das auch nicht. Also. Immerhin, der Zug steht ja jetzt wieder schön hier. Den lassen wir auch, glaube ich, so da stehen. So. Das heißt, wir packen uns. Und wieder gucken. Blocksignale. Direkt davor. Und zwar, jetzt ist wichtig, dass man den Pfeil sieht. So. Damit weiß man, ja, weiß der Zug nachher, ich darf hier nicht einfahren. Hier ist rot. Und hier, na komm, nee, so. Und der sagt jetzt hier, da ist rot, weil mein, ist blockiert, hier vor ist aber frei. Also er sagt, er hat grün, wenn ich den jetzt also anschalte, fährt er hier wunderbar ein. Und sagt, alles ist tutti. Er wird aber hier vorne nicht mehr grün bekommen. Weil nämlich, wir haben ja noch den anderen Zug dort. So. Das heißt, wir machen den gleichen Spaß auch da drüben. Eins dort. Und eins. Ne? Ja. So. Er weiß jetzt hier, ich darf fahren. Ja, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Wir haben jetzt die gleiche Situation. Der kommt hier an, um die Ecke, mit Schmackes, hinten auf dem Bahnhof zu. Aber er entscheidet sich da jetzt schon mal zum Bremsen. Denn, hey, ich habe ein Signal. Sagt mir, ist rot. Und wunderbar, es ist nichts passiert. Wenn ich ihm jetzt hier sage, er soll anschalten, dann fährt er los. Hat ja grün. Ist aber noch zur Hälfte im Bahnhof drin. Jetzt ist hier rot geworden. Da ist grün geworden. Und er fährt ein und macht seine Arbeit. Während er da hinten hinfährt und seine Arbeit. Das ist schon mal das Basisprinzip von Blocksignalen. Das haben wir ja gesehen. Es gibt ja noch diese Fahrtsignale. Dafür muss ich ein bisschen bauen. Angenommen, wir haben hier unseren Loop. Wir wollen jetzt aber in ein zweigleisiges System. Eins für hin, eins für rück. Schließen den da an. Und den da. Das heißt, unser Zug kann hier aus dem Loop raus in die Richtung gehen. Und kann auch von der Seite wieder in den Loop rein. Wäre jetzt soweit ganz einfach. Ziehen den hier weiter.
mache jetzt noch mal ein kurzes Stück dran, weil wir wollen hier eine Kreuzung bauen. Ich hoffe, ich habe es lang genug gemacht. Das werden wir gleich sehen. So. Wir lassen den noch mal eben durchfahren. Jetzt wollen wir von hier aus nach links weggehen. Packen wir uns mal dorthin. So. Dann haben wir das Problem, der kreuzt hier. Wenn der kreuzt, hätten wir das Ding, ne, mit einfachen Signalen kommen wir nicht weit, weil der wird hier sagen, ja, hier ist frei, ich biege mal ab. Wenn aber gleich im gleichen Moment einer hier langkommt, haben wir wieder einen Unfall. Also brauchen wir ein Signal. Dafür brauchen wir Fahrtsignale. Die müssen einmal davor gestellt werden. Und das zeige ich am besten direkt hier. Auch ein Fahrtsignal hin. Nee, ist in die andere Richtung. Danke. So. Sobald der Zug ankommt, der sagt, er möchte hier durch. Der erkennt jetzt, okay, hier ist alles frei. Da kommt gerade keiner. Super Sache. Nach dem Ganzen, also vor der Kreuzung, immer ein Pfad. Dahinter ein Block. Das gleiche machen wir auch hier. Blocksignal hin. Dann passt das. So. Jetzt haben wir den Kollegen hier. Den ziehen wir einfach mal jetzt ein paar Stückchen weiter. So, und lassen den dahin laufen. Okay. So. Jetzt möchte aber vielleicht auch ein Zug, der von dort kommt, auf dieses Gleis. Also sagen wir ihm, ja, so wird das wohl nichts. Ja, gehen wir mal dahin. So. Jetzt hätten wir hier die Kreuzung so, dass der abbiegen kann und dahin gehen kann. Also brauchen wir natürlich auch hier vorne wieder ein Fahrtsignal. Brauchen wir sowieso. Und hier ein Blocksignal. Damit wäre jetzt der ganze Kram soweit erledigt. Der kann wunderbar hier durchfahren. Weiß Bescheid, wenn von da jemand kommt. Und geht dann hier drüben rein. Sie gehen aber schon wieder nur auf ein Gleis. Das ist natürlich das Ding, da kommt auch einer wieder zurück. Das heißt, wir haben hier nein. Da bitte. Das ziehen wir mal dorthin. Der möchte ja vielleicht auch wieder hier lang fahren. So. Also brauchen wir auch hier wieder ein Blocksignal. Ein Fahrtsignal. Entschuldigung. Ein Fahrtsignal und dort ein Blocksignal. Aber was ist, wenn der Kollege da hinten hin will? Also müssen wir dem auch sagen, von hier aus bitte, dorthin. Und das sieht doch aus wie eine vernünftige Kreuzung. Und da wir am Ende der Kreuzung sind, können wir den noch setzen und fertig. Und jetzt haben wir es so weit hingekriegt, dass er nicht mehr weiß, was so eine Sache ist. Ein Problem ist natürlich hier für ihn, verfügt über kein Ausgangssignal. Der geht nirgendwo hin. Deswegen, das gleiche Problem hat er auch. Das wird unser allgemeines Problem sein. Ich ziehe das mal eben hier hin.
Dann ziehen wir ihn mal um die Ecke. Packen uns hier nochmal einen Bahnhof hin. Mit einer Fracht und einer Stückgut und einer Flüssigkeitsplattform. Und dann gucken wir, ja, das mag er so nicht. Dann machen wir einmal den und einmal den. Muss ja an der Stelle nicht schön sein. So, hier machen wir das Ähnliche. Eins, zwei, drei. Zwei. So. Jetzt haben sich die hier schon mal beruhigt. Also er weiß Bescheid. Jo, da ist alles toll. Wir machen auch da nochmal eben zwei Blocksignale dran. Eins vorne, eins hinten. So. Und ich mache das gleiche nochmal eben auf der Seite. So. Jetzt hat er immer noch was zu meckern. Okay, da war ich etwas übereifrig. Dieses eine hier ist zu viel. So. Und zack, fährt der ganze Spaß wieder. Passt aber auch, weil wir haben hier dann einen Pfad, da einen Block, da einen Pfad, da einen Block und so weiter. Pfad, Block, Pfad. Ja. Irgendwie ein bisschen seltsam, aber auch logisch. Klar, muss da ein Fahrzeug, also ja, kein Block, sondern ein Fahrtsignal hin. So. Dann setzen wir doch einfach mal noch ein paar Bahnen. Zack. Du bekommst den Auftrag. Du sollst bitte. Fahrplan. Du sollst von Hamburg nach Sköfte, nach Dordrecht, nach da fahren und dann wieder nach Hamburg. Das sollte jetzt alles so klappen. Dann schauen wir mal. Autopilot an. So. Die stehen jetzt alle auf Laden. Das passt schon. Dann schauen wir uns doch mal an, was hiermit passiert. Oder noch besser, wir setzen uns rein. Der Block ist frei, in den er reinfahren soll. Der muss jetzt... Oh, die Strecke habe ich gut gewählt. Der muss jetzt einmal hier durch Dordrecht durchfahren, um nach Sköfte zu kommen. Und dann wieder hier hinzufahren. Also er fährt hier quasi einmal im Kreis. Das heißt, es war ein bisschen schwachsinnig, was ich da gemacht habe. Das sollte ich vielleicht ändern. Ne, weil eigentlich wäre es sinnvoller, den als erstes und dann den Kollegen zu machen. Fahrplan bearbeiten. Schieben wir den mal einen höher. Änderung speichern. So, dann kriegen wir es auch hin.
So, der wartet. Wir sind auch soweit. Sollten den anderen beiden Zügen den gleichen Plan geben. Dann ist ja nicht ganz so viel zu warten. Jetzt kriegen wir Material drauf. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Und weiter geht's. Jetzt sollten wir dorthin fahren. Unser Signal hier sagt, ja, ist okay. Das Signal sagt... Auch ist okay. Das Signal sagt auch okay. Wir biegen ab. Und es geht weiter. Jetzt sind wir ja auf diesem anderen Bereich hier. Jetzt müssen wir hier links rumfahren. Da sagt er, ist alles okay, ist alles frei. Hier ist alles frei. Fahr mal. Und ab geht's in den Bahnhof. Und schon sind wir wieder am Ende. Das heißt, Signale funktionieren so, wie sie sollen. Und wir haben eine schöne T-Kreuzung geschaffen. So. Und so sieht der ganze Spaß aus. Man kann den natürlich jetzt noch ein bisschen schöner machen. Ist ein bisschen enger. Dann ist das auch eine wirklich genau mittige Kreuzung. Das geht natürlich auch. So. Er wartet jetzt, weil der Zug... dort noch erst einfahren muss. Erst wenn da grün ist, kann er losfahren. Weil das heißt, der Block nach meinem Fahrt ist frei und er kann damit arbeiten. Gut. Beim nächsten Mal in 2 Wochen, ich bin jetzt mal 1 Woche im Urlaub, gucken wir uns den Kreisverkehr an. Für Züge. Und ich meine, das hier, also wie man daraus jetzt eine komplette Kreuzung machen kann, ist relativ einfach. Ich zeige auch eben, was ich meine. Also von hier aus einfach gerade durchziehen und dann den ganzen Spaß auf der anderen Seite spiegeln. Also ne, die Anschlüsse machen und entsprechend die Signale setzen. Dann hat man das auch wieder. Das ergibt dann komplett das gleiche Bild. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Tschüss.